This land is your land. Eine gute Freundin, die sich unermüdlich für die Anliegen von jungen Menschen einsetzt. Begrüßt mit uns die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung, Julia Herr. Hallo, ich muss die Bundesjugendvertretung ja jetzt nicht mehr vorstellen, weil sie gerade so gut vorgestellt worden bin. Darf aber zu mir noch mal kurz sagen, mein Name ist eben Julia Herr und ich bin eine von 4 Vorsitzenden in der BJV. Und wir sind wirklich unglaublich froh, heute hier zu sein, nämlich vor allem auch, um einmal Danke zu sagen an die muslimische Jugend Österreich. Wir haben schon gehört, ihr seid bei uns im Vorstand, ihr seid aber nicht einfach nur ein Vorstandsmitglied, ihr seid einfach eine Organisation, die die BJV mitträgt, die, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann und die es immer schafft, ganz viele junge Menschen auch zu mobilisieren. Wir sehen das ja heute, ihr seid unglaublich Wahnsinn, wie viele ihr hier seid. Ich glaube, ganz viele andere Jugendorganisationen könnten das nicht in dem Maße zustande bringen, was ihr hier heute für eine Show liefert. Wir sitzen hier in der ersten Reihe und sind unglaublich baff, vor allem jetzt auch nach diesem Video. Also, ich freue mich, hier zu sein und auch einmal zu sagen, danke für alles, was die muslimische Jugend im Rahmen der Bundesjugendvertretung ständig leistet, sich immer einbringt, sich immer zu Wort meldet, immer da ist. Danke. Und was wir vor allem so beeindruckend finden, ist die Art und Weise, wie ihr es schafft, Partizipation wirklich zu leben, jungen Menschen Aufgaben zu geben, sie einzuteilen. Alles, was hier heute passiert, passiert ehrenamtlich. Das ist einfach unglaublich wichtig, jungen Menschen Aufgaben zu geben, Ziele zu geben und ihnen zu zeigen, sie können das umsetzen, sie können das schaffen, sie können so eine große Feierparty hier eigentlich organisieren. Und ich kann euch sagen, dass das auch auf internationaler Ebene sogar ein bisschen beneidet wird, wie stark die muslimische Jugend Österreich hier arbeitet und ganz viele andere Länder in der EU hier oft sogar ein neidisches Auge auf Österreich werfen und auf eure Arbeit. Ich will aber auch sagen, dass wir, und das ist jetzt ein bisschen ein Satz, der hört sich an wie aus einer Sonntagsrede von irgendeinem x-beliebigen Politiker, Politikerin, was alle immer sagen, wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Aber wir tun es halt wirklich. Wir leben in Zeiten, wo es wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Damit verbunden unglaublich viele Flüchtlingsbewegungen, aber auch wirtschaftspolitische Krisen, Tausende, Probleme am Arbeitsmarkt und so weiter. Und für all diese Probleme kann man sich einerseits versuchen, damit auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden. Man kann aber auch versuchen, Sündenböcke zu suchen und gesellschaftliche Gruppen zu suchen, denen man diese Probleme in die Schuhe schieben kann. Und ich glaube, das passiert leider teilweise in unserem Land. Viele Leute sagen, die Flüchtlinge sind schuld, die Arbeitslosen sind schuld, aber ganz viele sagen leider auch, Musliminnen sind beispielsweise schuld. Und diese Art und Weise, Schuldige zu suchen, jungen Menschen einfach in Schubladen zu stecken, mir steht es bis hier, der Bundesjugendvertretung steht es bis hier und es ist einfach eine feige Art und Weise der Politik und wir finden, dass dies unbedingt beendet gehört, wenn ihr hier teilweise in Schubladen gesteckt werdet. Es ist nicht tragbar, wenn einzelne Personen beispielsweise glauben, im Namen einer Religion Dinge zu tun, die nicht okay sind, beispielsweise im Namen einer Religion zu töten, dann zu sagen, die gesamte Glaubensgemeinschaft ist dafür mitschuldig. Nein, man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man junger Muslime, junge Muslimin ist, für Taten, die irgendjemand begangen hat, mit denen man nichts zu tun hat. Wir müssen diese Schuldzuweisungen sofort beenden und ich will euch sagen, ihr müsst das beenden, ihr müsst gegen die Vorurteile ankämpfen, ihr müsst gegen dieses Schubladendenken ankämpfen. Aber genauso wie ihr das müsst,
Genauso müssen wir das. Wir alle müssen schauen, dass wir ein gesellschaftliches Zusammenleben schaffen, in dem es allen gut geht. Ein Zusammenleben schaffen, das nicht auf Diskriminierung fußt. Es ist eure Aufgabe, es ist auch beispielsweise meine Aufgabe. Wir müssen es gemeinsam machen. Und in meiner Organisation, da gibt es ein Zitat, ein historisches Zitat, das wir sehr oft verwenden. Es ist Spanisch und geht so: El pueblo unido jamás será vencido. Und es bedeutet quasi übersetzt: Eine Gemeinschaft, die zusammensteht, kann nie besiegt werden. Und ich glaube, dieser Gedanke, den sollten wir alle vor uns tragen. Wenn wir gemeinsam als Jugendorganisationen was erreichen wollen, dass Jugendliche endlich mitreden können, wenn es um Gesetze geht, dass die nicht für uns gemacht werden, sondern mit uns gemacht werden. Wenn wir da was erreichen wollen, dann müssen wir es gemeinsam machen, alle Jugendorganisationen gemeinsam, alle vereint in der BJV. Aber es geht auch nicht nur um Jugendpolitik oder um Kinderrechte, es geht auch prinzipiell um unser gesamtes Zusammenleben. Und ich will nur noch mal ganz zum Schluss sagen, euer Kampf dafür, dass man seine eigene Religion, welche auch immer das ist, frei ausleben kann, ohne dafür irgendwie bestraft zu werden, das ist nicht nur euer Kampf, das ist unser Kampf. Und ich habe erst letzte Woche miterleben müssen, als ich in der U-Bahn gefahren bin, wo ein junges Mädchen ziemlich schier angepöbelt worden ist, weil sie ein Kopftuch getragen hat. Und ich will euch sagen, euer Kampf gegen antimuslimischen Rassismus, das ist auch unser Kampf. Wir wollen gemeinsam für eine gute, solidarische Gesellschaft eintreten. Wir freuen uns, dass ihr so stark in der BJV organisiert seid. Bitte bleibt das weiterhin. Ich hoffe, dass ihr auch die nächsten, 200 Jahre so gute Arbeit leistet, dass ihr euch weiterhin so stark einbringt. Gratuliere zu diesem unglaublichen Festparty, ich weiß es nicht, hier. Danke, dass wir da sein durften. Viel Glück, viel Spaß heute noch.